Liebe Frau Bauermeister, was sind Ihre Ideen für eine zukunftsfähige, lebensfähige Wirtschaft? Zukunftsfähige, fröhliche, glückliche Menschen. Und wie wir die schaffen? Durch Erziehung, durch Angebote in der frühesten Kindheit, dass die Menschen in ihrem Glück bleiben, den sie ja meistens als Baby noch haben, dass wir sie nicht verkrüppeln, sondern auf diese Kinder, die in unsere Generation geboren werden, die jetzt auf die Erde gekommen, auf diese Kinder zu vertrauen, in ihrem Glück, in ihrer Kapazität, in ihrer Schöpferischkeit und ihnen eigentlich nur noch den Weg ins Erwachsenenalter geleiten. Unsere Aufgabe ist nicht mehr, unsere Ideen zu verwirklichen, sondern diese wunderbare junge Generation so zu schützen und so zu geleiten, dass sie in ihre Wirkkraft kommt. Ich glaube, dass wir eine Zukunft haben, die längst angefangen hat, und die jetzigen Krisen sind nichts als Stolpersteine, die die Vergangenheit dieser Zukunft noch in die Wege legt. Wenn diese Zukunft frei wirken kann, brauchen wir alle diese Stolpersteine auch nicht mehr. Aber da wir nicht gewillt sind, freiwillig von dem Gewohnten abzulassen, uns auch nicht vorstellen können, wie wir das Ganze ändern, die ganze Misere, lassen wir es einfach auflaufen. Aber ich glaube, der andere Weg wäre, radikal mit allem bisherigen bestehenden Systemen aufzuräumen, alles zu hinterfragen, nicht nur die Wirtschaft und die Kapitalfrage, die Besitzfrage, alle Fragen, die sozialen Fragen, alles hinterfragen. Neu beginnen aus den jungen, ganz jungen Menschen, die eigentlich wissen, weshalb sie hier sind und weshalb sie hier hingekommen sind in diese Misere, aus diesen jungen Menschen diese Antworten reifen zu lassen. Und ich glaube, dass wir uns gar nicht vorstellen können, die Weisheit der ganzen kosmischen Ordnung hat auch vorhergesehen, dass dieses unausgereifte Modell Mensch, wir sind ja noch gar nicht ausgereift, wir sind einfach noch im Versuchsstadium, und dass dieses Modell Mensch in seine Kraft kommt. Ich habe es heute Morgen verglichen mit dem Stadium der Raupe. Wir sind noch in einem Fressstadium und wir sind noch nicht Schmetterlinge. Aber angelegt in der Raupe ist der Schmetterling. Und wenn er aufhören kann zu fressen und sich eingepuppt hat und wieder aufersteht sozusagen aus seinem Fressstadium, dann ist er ein Schmetterling. Der lebt von Luft und Liebe und Eierlegen und Sonne und Licht. Und das sehe ich als Symbol. Wir sind noch nicht Mensch geworden. Wir sind noch in einem reptilartigen Zustand. Wir haben ein Gehirn, das hat einen unglaublich großen Anteil Reptilgehirn, was glaubt, Angst zu haben oder sich verteidigen zu müssen. Und unser Neokortex, als unser zukünftiges Engelgehirn, kannst du es nennen, ist noch nicht so weit entwickelt. Die Delfine haben einen entwickelteren Neokortex als die Menschen. Also wir sind noch nicht so weit. Das heißt aber nicht, dass wir nicht genau in uns angelegt ist, wo es hingehen soll. Und das weiß die Zukunft. Ich sagte heute Morgen schon, der Zeitgeist wird aus der Zukunft impulsiert. Und der Zeitgeist von gestern kann zum Unzeitgeist des Heute werden, weil er bremst und hindert. Ein bisschen Bremsen ist immer nötig. Und wenn was Neues hervorschießt, muss ein bisschen gebremst werden. Aber irgendwann braucht nicht mehr gebremst zu werden. Dann kann das Neue sprießen und kommen. Und das liegt in euch. Ihr seid die Generation, die die Zukunft formen werdet. Wir haben gerade noch Hüterfunktionen. Und vielleicht können wir ein paar Weisheiten weitergeben, die wir im Grunde unserer 70- oder 80-jährigen Lebens- und Leidenszeit gesammelt haben. Und diese Weisheiten, die könnten wir euch noch mitgeben. So wie wir ihnen euch noch beibringen können, welche Pilze essbar sind, welche Kräuter und wie man im Wald überlebt. Das sind die Weisheiten, die damit verknüpft sind auch. Das heißt, in der Natur und mit der Natur überlebensfähig zu sein und dieses Vertrauen zu haben, dass der Mensch, so wie die Pflanze und das Tier, in der Natur überlebensfähig ist. Wenn er sich nicht zu sehr abhängig gemacht hat von Bedingungen, die erst durch die technisch ermöglicht wurden. Also wir haben ja vor 200 Jahren keine Ölheizung gehabt und kein heißes Wasser gehabt. Und wir haben unglaubliche, was hat denn Goethe für unglaubliche Sachen geschrieben? Der ist aufs Plumpsklo gegangen. Also das ist doch nicht vorstellbar, dass man für geistige Leistung Komfort braucht, physischen Komfort. Der ist nicht schlecht, wenn er keinen anderen was nimmt, ist es ja in Ordnung. Aber ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, dass die westliche Gesellschaft die einzige ist, die das ganze Misere ja im Grunde vorangetrieben hat durch Ausbeutung und Kolonialismus, dass sie im Grunde die Pflicht hat, wieder Vorbildfunktion zu werden im Verzicht. Das heißt, erst haben wir alles aufgebaut, alles ausgeplündert, die Welt ausgeplündert und jetzt müssen wir freiwillig das Geplünderte zurückgeben in Form von egal was
und vor allen Dingen in Form von Verzicht. Denn du kannst einem armen Menschen nicht vorschreiben, er wäre glücklich in der Lehmhütte, er müsste darüber glücklich sein. Wir können nur freiwillig in die Lehmhütte gehen und sagen, wir verzichten auf das, was wir da erarbeitet haben. Es ist Unsinn, es hat es nicht gebracht. Dann ist es ein Vorbild und das könnte die westliche Gesellschaft noch. Sonst wird sie den Teppich unter dem Boden weggezogen bekommen. Wir sind längst, Untergang des Abendlands hat längst stattgefunden. Da sind noch ein paar Weise, die da übrig geblieben sind, aber wenn die auch aussterben, dann ist es vorprogrammiert. Geh mal nach Asien, schau dir die Gesichter, schau dir die jungen Menschen an. Es ist unglaublich, was du da für Augen und für Menschen siehst. Da ist ein junges Volk, was glücklich ist, dass es in die Schule gehen darf. Bei uns, ich muss in die Schule. Das ist Übersättigung. Zu viel, zu viel, zu viel. Wir leben in einer Zu-Filisation. Nicht in einer Zivilisation, in einer Zu-Filisation. Und ich hoffe, dass diese Krise jetzt die Spreu vom Weizen trennt, auch in der Kunst die Motivation nicht ist, Geld zu verdienen, sondern Bewusstsein zu erweitern, Türen zu öffnen für ein anderes und neues Denken. Nur das ist Kunst, alles andere ist Handwerk oder auch Verschönerung, was weiß ich, oder Design. So haben wir also als Künstler die Aufgabe, diese Visionen, die wir intuitiv erspüren, wenn wir dann auf unsere Intuition hören, und das ist das Werkzeug des Künstlers, ist die Intuition. Es kommt alles aus dem geistigen Raum. Jedes Musikstück kommt aus dem geistigen Raum, jede große Idee kommt aus dem geistigen Raum. Und der Künstler, wenn er dann die Klappe aufhat, hat die Fähigkeit, das reinzulassen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, die Zukunft reinzulassen. Und sonst brauchen wir eigentlich wir können natürlich auch die Misere porträtieren. Es gibt auch Künstler, die das machen. Ist auch gut, damit man doch mal klar, ganz brutal sieht, so sieht unsere Welt aus. Und vielleicht gucken sich die Leute deshalb all den Horror an. Ich habe noch nicht mal ein Fernsehen, ich habe auch keine Tageszeitung. Was soll ich den täglichen Horror mir anschauen, wenn ich darüber vergesse, dass mein Nachbar ein Bein gebrochen hat? Was nützt das Ganze? Diese Information nützt mir gar nichts, dass da irgendwo auf der Welt sogenanntes Unrecht geschieht. Es gibt nur Erfahrung. Es gibt auf der ganzen Erde eine Erfahrungswelt, wo wir unsere, es ist eine Schulung für unsere Erfahrung. Es gibt in der Polarität von gut und richtig und falsch und böse, was weiß ich, es ist nur Erfahrung. Und diese Erfahrung nicht zu beurteilen, sondern zu durchleben, zu erkennen, was ich daran zu lernen habe, es verwirklichen in zukünftigen Dingen, dann habe ich aus der Erfahrung gelernt, dann habe ich aus der Erkenntnis Weisheit gewonnen und dann kann ich als weiser, alter Mensch, wenn ich das durchgemacht habe, diesen Destillationsprozess, auch für junge Leute noch was bedeuten und ihnen vor allen Dingen Mut machen zu sich selber. Ihr habt ein unglaubliches Potenzial, die Seele, die sich entschieden hat, hier in diese Misere reingeboren zu werden, die muss alle Fähigkeiten haben, diese Misere zu meistern. Ihr habt das Werkzeug in der Hand. Viel Glück für euch.